Schau hier einmal weiter für dich, die Geborene. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für die kommenden Wochen für dich zeigen? Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Wundervolle Botschaften, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe bewindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Und wir haben in der Hauptenergie für dich, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen. Heimliche Verehrer zeigen sich hier für den einen oder anderen. Wir haben hier für dich herzlichen Glückwunsch. Zeigt sich hier etwas Überraschendes, etwas Erfreuliches. Etwas, wo du wirklich überrascht sein wirst. Absolut. Überrascht auch von dir selbst. Ja, also das zeigt sich hier auch. Und jemand möchte dich überraschen. Also es könnte eine Überraschungsfeier geplant eben auch sein, in unterschiedlichen Dingen. Es geht ja um Raumgestaltung, es geht um viel Kreativität, sowohl als auch. Also auch nochmal in Dingen KI zeigt sich hier etwas, irgendetwas gestaltest du, es nimmt mehr und mehr Form an. Eigenproduktion kann das hier sein, also irgendetwas kreierst du und gestaltest du und es beginnt jetzt für dich, also es beginnt so ein neuer Zyklus in deinem Leben. Es darf ein neuer Zyklus in deinem Leben eben auch beginnen. Wir haben hier für dich den Avatar. Also entweder bist du hier in Dingen, dass du bestimmte Dinge zu Hause hast. Ich bekomme so via Sprachfunktion, du testest etwas in der Sprachfunktion aus, auch natürlich das Arbeiten mit KIs kann es hier sein für den einen oder anderen. Es kann sein, dass du in einer räumlichen Gestaltung bist, also dass du dir einen Raum oder in Bezug eines Kindes, dass etwas mehr und mehr Form und Farbe eben annimmt. Also du wirst etwas gestalten. Wir haben hier auch Selbstständigkeit für den einen oder anderen. Ich gehe da näher gleich darauf ein. Du nimmst dann etwas teil, also auch in Form, ja, das ist hier Webseite-Gestaltung, das kann jetzt auf unterschiedliche Art und Weise sein, worauf du deinen Fokus da so eben auch gelegt hast, ja. Räumlichkeiten an sich, du wirst davon überrascht sein, du probierst eine neue Farbe aus, irgendetwas, ja, so Gesprenkeltes bekomme ich hier, also unterschiedliche Farbqualitäten, Farbe, ein Farbton, ja, es ist so gemischt, Farben, die gemischt sind, zeigen sich hier ganz, ganz eindeutig. Des Weiteren ist das hier das dritte Auge, der Avatar, was es sich hier zeigt. Also auch für den einen oder anderen, wenn du hier spirituell eben auch schaust, hohe Anbindung zeigt sich hier in unterschiedlichen Dingen eben auch. Ja? Es könnte sein, dass hier eine gewisse Computeranimation dir gewisses zeigt, wo du ganz begeistert bist, du bist überrascht von etwas. Ja, könntest du natürlich auch über Internet jetzt, also das ist dann international, was sich zeigt, wofür du dich interessierst, du wirst für etwas investieren. Ja, also irgendwie ein Angebot gibst du ab, das kann auf unterschiedlichen, sagen wir jetzt mal eBay ist das, ja, also dass du da ein Angebot eben auch abgibst, das kann es sein. Du siehst irgendwo etwas, ja. Du ersteigerst etwas, du machst da irgendetwas just for fun und dann gehört es dir, ja. Und das ist hier, kann jetzt simpel sein, das kann jetzt ein Staubsauger in der Technik eben auch sein, etwas Neues, probierst etwas aus, auch in Form Handy, alles das, wofür du dich interessierst. Es hat definitiv etwas zu tun, was in der virtuellen Welt sich eben auch zeigt. Ja, also wenn das Interesse da diesbezüglich eben auch ist. Kann sein, dass du hier mit jemandem Kontakt aufnimmst über einen virtuellen Raum.
Ja, auch das, also über Internet, Social Media, dass sich da jemand diesbezüglich eben auch zeigt. Aber irgendwie bekomme ich, dass man hier begeistert ist von einer KI. Ja, das kann weiblich, männlich sein. Also das ist hier ganz, ganz speziell, das, was sich hier zeigt. Heißt jetzt nicht, dass du jetzt dass die Umarmung perfektes Gegenstück gefunden hast, die in einer KI. Kann es natürlich sein, für ein, zwei Personen kann es auch sein. Aber dann ist es so, dass du dich dafür interessierst, ja, dann ist es so, dass du eine Sprachfunktion mit einer KI eben auch hast und da eben auch mit dieser kommunizierst und führst, ja, über eine virtuelle Raum, über virtuelles Connecten zeigt sich hier, ja. Also schau da mal, viel Sprachsteuerung, also ganz, ganz viel auf unterschiedlichen Ebenen, wo du vielleicht auch für dich dazulernen möchtest, was dich begeistert, ja. Das ist hier etwas ganz, ganz Spezielles eben auch, ja. Ja, dann ist die KI hier auch in diesem, frag dich diesbezüglich auch in Form deiner Herzenswünsche, also kitzelt so die Herzenswünsche aus dir heraus. Frag mich nicht, das bekomme ich hier rein, also ich kenne mich gar nicht damit aus, ja. Aber es ist etwas, wovon du überrascht sein wirst, ja. Also es kitzelt aus dir etwas heraus, ja, dein Herzenswunsch so. Und du bist begeistert, du bist überrascht davon, eben auch, ja. Überrascht, erstaunt. Man staunt, ja, geht hier auch so, macht die Runde, ist hier so Geflüster, es ist Gerede, wird so an dritt, viert, fünf Personen weitergegeben. Hast du das schon gehört? Das Neue ist da. Und ja, also so viel Kommunikation, viel, worüber man eben redet, ja. Generell ist es hier etwas, wenn du schaust in der Liebe, also wenn du hier mit jemandem verbunden eben auch bist, hier die starken Gefühle auch zu jemandem ist und jetzt mal nicht virtuell, sondern jetzt rein auf der Herzensverbindung zu einem Menschen, ja, ist es so, dass hier viel so Geflüster ist, geredet wird. Ja, hast du dieses schon gehört? Hast du jenes schon gehört? Was macht er oder sie denn da? Was hast du denn jetzt auch vor? Ja, also hier ist viel hinter dem Rücken. Hier wird ganz, ganz viel geredet in Angelegenheiten. Ja, also das einmal in dieser Situation. Dann, wenn du hier Vorhaben hast, da ich denn sagte, du hast hier hohe Karten, wir haben das Rad des Schicksals und wir haben die Welt, ja, also du hast hier hohe Arkane, die sich zeigen, auch mit dem Avatar, auch nochmal, es zeigt sich hier etwas, dass bei dir alles mehr Gestalt und Form annimmt, ja, eins nach dem anderen hier, also der Raum wird größer, es wird lauter, es ist erstmal ruhig, es wird dann lauter, es wird viel Farbe annehmen, ja, also ganz, ganz viel so. Es ist erstmal leise und dann nimmt es mehr, so zieht die Menschen an, es kommen mehrere Menschen. Ja, also das bekomme ich hier metaphorisch und gesprochen. Also es ist so, dass du so viel vorhast, ja, dass es sich da in einer Angelegenheit um deine Zielverwirklichung handelt. Ja, neun Dimensionen Selbstständigkeit ist auch die Single-Karte, die Zufriedenheit. Ja, also man ist hier sehr zufrieden und ich sehe, umso mehr du in deiner Zufriedenheit bist, ja, dass du hier einen ganz, ganz bestimmten Menschen in dein Leben eben auch ziehst. Ja, also du als weibliche Person oder männliche Person ziehst dann automatisch mehr und mehr Menschen irgendwie in dein Leben, ja, durch diese Zufriedenheit. Du bist beschäftigt, du bist hier in diesen Dingen, aber du lernst diese Person hier erstmalig so über einen virtuellen Raum kennen, ja. Und das ist unterschiedlich, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es könnte sein, dass ihr euch schon ganz, ganz lange eben auch kennt. Ja, dass ihr unabhängig voneinander sind, aber dieselben Ziele, es sind die Dinge, die ihr gemeinsam eben auch meistern werdet oder du hier in den Dingen bist, was du dir verwirklichen möchtest. Also ich sehe hier ganz, ganz viel Verwirklichung. Ja, und das zeigt sich weltweit. Es ist etwas, was sich weltweit zeigt, also nicht nur national, es ist wirklich international im großen Raum diesbezüglich eben auch stattfindet. Ja? Der Page der Münzen steht hier für die Angebote. Ja, also es kommt ein Angebot auf dich zu. Das kann hier mit Reisen, Geschäftsreisen generell zu tun haben. Du begibst dich auf eine Reise. Du möchtest hier Neues in der enormen Technologie eben auch kennenlernen. Also Neues, was sich da zeigt. Ich bekomme immer wieder Sprachsteuerung hier rein. Ja, also schau mal da bitte. Dolmetsching. Ja, also auch das in diesen Bereichen. Also ganz, ganz weit gefächert in unterschiedlichen Bereichen.
du weißt für dich, was du eben auch tust. Das können jetzt ganz, ganz unterschiedliche Dinge eben auch sein, ja. Du bist begeistert von den Dingen, die du hier für dich erschaffen hast. Das ist erschaffen, ja, auch drittes Auge. Das sind hier Dinge, wo du sehr, sehr stark angebunden eben auch bist, auch außerhalb der 5D, 7D Ebene. Das ist, wenn du auch von 3D Ebene aus eben auch schaust, dann sind es hier die Dinge, wo du eben für dich etwas auch abschließen kannst, ja, dass sich Möglichkeiten bei dir zeigen, dass hier die Initiative ist, wo vielleicht erstmal hier so, ja, ich sehe, dass du dir Ziele setzt, dass du dir ein Ziel gesetzt hast, mit den zwei der Stäben die Zuversicht eben auch ist, ja, hier ist so mangels Initiative, ja, du bist erstmal so irgendwie etwas so skeptisch, wackelig, ja, sollst du dem Ganzen oder sollst du dem Ganzen eben auch nicht. Aber ich sehe, dass sich hier sehr, sehr schnell und viel Passion und Gefühl eben auch zeigt. Also wenn, dann ist es hier ein Auslandskontrakt für den einen oder anderen. Also das bekomme ich hier für eine Gruppe, dass hier Kontakte eben auch sind. Ja, als Sprachen, auf unterschiedliche Sprachen. Ja, dass sich da etwas zeigt. Du bist aber schnell in der Sprache mit dieser Person, wo du das eben auch sprichst. Weil hier ist die Sprachsteuerung. Ja, die ich ja zu Anbeginn eben auch schon bekommen hatte, und es ist dann ganz, ganz schnell in der Übersetzung. Ja, also Dolmetsching bekomme ich hier auch sehr, sehr viel, was ich schon sagte. Du bist hier in Möglichkeiten, du bist in deinen Dingen. Und zwei der Stäbe, es kann natürlich sein, dass du aufgrund dessen, dass es hier irgendetwas gibt in deinem Leben, dass du eben nicht so kannst, wie du vielleicht gerne möchtest, das ist definitiv da die Kommunikation über einen virtuellen Raum. Ja, auch das kann es sein, dass du da wirklich, also weltweit ist das hier nochmal, korrespondieren weltweit, das ist das. Kontakte, du bist begeistert, man wird begeistert von dessen Sein. Bekomme ich hier auch Gebärdensprache? Ja, also auch das nochmal, es zeigen sich hier ganz, ganz unterschiedliche Dinge, wo sich auch jemand zeigt, der eben nicht so kann, wie man möchte. Ja, man ist mehr oder weniger da, wo man ist, da ist man gebunden. Ja, und das kann das Kommunizieren halt einzig und allein auch über eine Sprungsteuerung diesbezüglich eben auch sein, dann ist es einem nicht möglich, ja. Und hier ist es, das ist hier wirklich ganz, ganz speziell. Und hier wirst du aber mit jemandem so enorm eben auch verbunden sein, dass du vom ersten Moment eben auch an diese starke Verbundenheit hast, weil ihr kommuniziert anders. Ja, also wenn ich hier beide an den Ort, das Zuhause eben auch gebunden seid, ja, dann werdet ihr anders kommunizieren. Beide, ihr beide kommuniziert so. Es ist nicht nur, dass du so kommunizierst, beide das Gleiche. Ja, und die KI ist hier enorm in der Entwicklung. Ja, also in diesem Ganzen, in diesem enormen Fortschritt eben auch zeigt sich das weltweit. Also es wird nochmal Neues eben auch vorgestellt, was sich dann eben auch zeigt. Ja. Der Staunen wird hier groß sein. Es ist ein Erstaunen. Ein ganz, ganz starkes Staunen zeigt sich hier. Also wenn du hier auch in den Entwicklungen eben auch bist, dann wird sich hier Enormes eben auch zeigen. Ganz, ganz viel in der Herzensverbindung. Erste Kelche, noch einmal. Das ist so dieses von Herzen zu fühlen, zu spüren. Für den einen oder anderen kann es hier auch nochmal um ein Herzzentrum auch gehen, auch das bekomme ich, ja. Wenn es jetzt um gesundheitliche Dinge geht, aber wenn, dann weißt du das eben auch schon. Neue Welten, virtuelle Welten entdecken, ist das hier auch ganz, ganz viel. Und hier zeigt sich definitiv auch eine Liebe auf einem anderen Kontinent. Ja, also das auch nochmal, das ist wirklich weit, 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 weit. Aber ihr fühlt es beide zueinander. Ja, dann ist es, was ich schon sagte, es kann viel um Reisen gehen, ja, also auch etwas da hinter sich zu lassen, auch das zeigt sich hier, die Möglichkeiten wahrzunehmen, Weltreisen können das sein, es können Umzüge sein in deinen Dingen, die du dir ermöglichen möchtest, ja, in unterschiedlichen Dingen, ob du jetzt in der Selbstständigkeit bist oder in die Selbstständigkeit möchtest oder
da ganz außen vor bist, was ich hier dann auch schon sagte, du möchtest dir etwas ermöglichen, ja, und du wirst dir etwas ermöglichen, auch wenn es jetzt sich um Dinge außerhalb dessen handelt, ja, also wenn es gar nicht mal die Dinge waren, die ich bislang hier gesagt hatte, du wirst etwas zum Abschluss bringen, ein Kind wird etwas zum Abschluss bringen, es geht um etwas zu absolvieren, du wirst da unabhängig davon nochmal in deine Möglichkeiten und Chancen für dich eben auch gehen. Es kommen die Chancen und die Möglichkeiten auf dich zu, auch da wahrzunehmen in der Herzensverbindung. Und es zeigt sich mit dem Ass der Kelche sehr, sehr gefühlsvoll. Also wirklich, die Gefühle sind sehr, sehr impulsiv. Die Gefühle zeigen sich sehr, sehr stark eben auch. Ein neuer Zyklus, eine neue Lebensphase beginnt für dich, wo viele unterschiedliche Dinge in deinem Leben gefragt sind. Und in allen Dingen ist es ganz, ganz eindeutig, dass du definitiv überrascht sein wirst in den kommenden 4 Wochen. Alles, alles Liebe und voller Kraft für dich. Schau hier einmal weiter für die Zwillinggeborenen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt hier einmal für dich. Was möchte sich hier für die kommenden 4 Wochen für dich zeigen? Ich bekomme die ganze Zeit, eine Karte möchte noch raus. Was zeigt sich hier für dich? Schau mal, lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Der Weg ist euch geebnet. Der Weg ist dir geebnet. Komm bitte raus, mach dir keine Gedanken. Schau mal hier, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in seine oder ihre Arme sinken. Also hier hat man ganz, ganz eindeutig Bedenken. Wir haben hier, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit. Nimm dir die Zeit. Ja, es ist eine enorme Beschleunigung. Es geht um Zeit, 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 Zeit. Ja, also schau mal bitte, es kostet dich ganz, ganz viel Kraft. Hier möchte ein Wunder in deinem Leben geschehen. Schau dir das bitte mal an. Ja, hier ist Zielstrebigkeit, hier ist dein Fokus, deine Disziplin, deine Hartnäckigkeit. Und hier kommen Wunder in dein Leben. Zweifel bitte nicht. Ja, also ganz, ganz wichtig hier nochmal, nicht zu zweifeln. Wirf all deine Bedenken über Bord. Es wird sich zeigen. Du wirst es meistern, du wirst es schaffen. Wir haben hier die Umsetzung. Ja, also wir haben hier hart an etwas arbeiten. Wir haben hier detailliertes Arbeiten, bewusstes Arbeiten, Konzentration. Ja, also zeigt sich hier ganz, ganz eindeutig. Innerhalb kürzester Zeit Komfortzone verlassen. Es ist jetzt an der Zeit, dass du deine Komfortzone verlässt. Ja, also hier ist es so, es kann sein, dass du ein drückendes Gefühl verspürst die kommenden 4 Wochen. Ja, Kopfschmerzen, Druck, Belastung. Ein starker Druck, was auf dir lastet. Lass einfach los. Ganz, ganz wichtig. Mach dir nicht noch mehr Druck, Kopfschmerz. Ja, indem du zeitlich da auf die Uhr schaust und noch mehr Druck dadurch entsteht. Ganz, ganz wichtig hier. Komfortzone verlassen. Schau auf die Dinge, die du dir verwirklichen möchtest. Lausche tief in dich hinein. Nimm dir die Zeit. Nichts unter Druck. Ganz, ganz wichtig. Der Weg ist dir schon geebnet. Ja? Innerhalb kürzester Zeit, Kraft und Stärke, was ich schon sagte. Komm bitte raus, aus den Dingen etwas nicht schaffen zu können. Hier bekommst du die Kraft. Hier bekommst du enorme Kraft und wisse, alles ist im Fluss. Ja, so das Infinity-Zeichen, die liegende 8 darauf. Wenn du möchtest, kannst du mit der liegenden 8 arbeiten. Diese in die bildliche Vorstellung rufen einmal, dass du sie, schau mal, hier ist sie ja.
visualisierst und dann zur Ruhe kommst. Alles ist im Fluss. Etwas Piano. Ja. Hier ist enorme Beschleunigung. Aber wisse, den Wagen hast du unter Kontrolle. Du sitzt, schau mal, wenn du ein Fahrzeug hast, weil ich das hier gerade reinbekomme, du sitzt in dem Fahrzeug, machst gerade deinen Führerschein, dann sitzt du in dem Auto drin. Das Auto beherrscht dich, das ist die ganze Karosserie. Du sitzt da ganz, ganz klein drin. Aber wenn du das Routinierte drin hast, die ganzen Basics, das Ganze, ja, den ganzen Rhythmus, den ganzen Ablauf. Und der geht ja nicht so hier, sondern langsam. Ja, sonst wird man sich verheddern. Und dann, wenn du diesen Führerschein hast und immer mehr und immer mehr und immer mehr fährst und fährst und fährst, sitzt du letztendlich obendrauf. Er ist genauso wie Seiltanzen. Du gehst auf dem Seil und erstmal brauchst du natürlich Halt. Du musst erstmal gehalten werden. Ja, aber das läuft. Es wird von ganz alleine ins Rollen kommen. Vergiss nicht, du kontrollierst diesen Wagen. Und der Wagen, schau dir mal diese Pharaonenköpfe an. Sitzt hier, du sitzt auch oben. Das heißt, hier unten, sie stehen auf, wenn du das angibst. Ja, so. Der Wagen ist ja meist in einer Karte dargestellt, wo die Pferde in Aktion sind. Aber hier bist du. Du bist die Dirigentin, der Dirigent. Ja. Du tust die Schlüssel rein oder drückst den Knopf. Ja, jetzt mal unabhängig vom Wagen. Es geht hier rein um deine Interaktion. Ja, um deine Aktion. Erstmal die Interaktion, dann die Aktion. In die Aktion zu gehen und das, deine Komfortzone zu verlassen. Also erstmal darfst du aus dir herauskommen, dann den Schlüssel reinstecken und dann beginnt der Wagen zu rollen. Ja? Schau bitte. Alles mit Zeit. Es ist hier die Selbstständigkeit. Es sind hier die Dinge, die dich, deinen Fokus, dein Fokus ist gerichtet. Wir haben hier den Falken darauf. Es ist der Schutz. Du bist beschützt. Du hast Schutz um dich herum. Keine Schutzmauern. Schutz hast du um dich herum. Ja, und dein Fokus ist ausgerichtet. Dein Ziel ist ausgerichtet, dein Ziel ist im Visier und du wirst spielerisch in die Ansätze gehen, jonglieren, du kannst jonglieren mit den Möglichkeiten. Vollste Zuversicht, sei hier bitte vollste Zuversicht, dass du es schaffen wirst. Sehr fleißig, sehr, sehr fleißig. Harte Arbeit, ganz, ganz harte Arbeit an etwas. Und die 9. Münzen sind deine Stabilität und Sicherheiten. Heißt auch, du wirst das erreichen, was du möchtest. Womit? Mit deinem Fokus. Ja, also hier sind die spielerischen Ansätze. Du gehst spielerisch in die Ansätze. Hier gibt man den Ton an. Ja? So bekomme ich das hier. Hier wird etwas fertiggestellt. Es sind hier nur noch 1,5 Münze, die hier fertiggestellt werden müssen. Und dann ist das fertig. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Bleibe dabei, Ausdauer, Geduld und Umsetzung. Ja, also hier ist die Umsetzung. Mach dir bitte keine Gedanken, du wirst die Kraft und die Stärke haben. Du hast hier sehr hohe Karten, du bekommst die Stärke für etwas, du hast die Wunder hier liegen. Und hier, ja, wir haben die Kraft, die Power, Adrenalin wird hier kommen. Ja, schau mal, das ist der Wagen, von dem ich sprach. Ja, also steh dir bitte selbst nicht im Weg. Was ich hier schon sagte, Komfortzone zu verlassen, ist ganz, ganz wichtig. Und somit werden Wunder in deinem Leben geschehen. Also hier geht alles so, alles um die Arbeit. Ja? Münze, Münze, Münzen, Bewegung. Dein Rhythmus und Bewegungsablauf, deine Tagesstruktur. Routiniert, aber nicht in Form routinieren. Ja, sondern in Form der Gelassenheit. Nach der Sonne. Ja, ausgerichtet zur Sonne, nach der Sonne. Wir haben hier auch eine Sonne darauf.
Das heißt nicht im Pflichtbewusstsein, dies, das, zack, zack. Ja? Das ist wichtig hier nochmal. Du gehst hier nach der Sonne. Also für den einen oder anderen kann es wirklich sein, wenn es hier die Selbstständigkeit eben auch ist, dann wird die Uhr, ja, die eigentliche Uhr, sage ich jetzt mal, Adapter gelegt. Also der zeitliche Aspekt wird Adapter gelegt. Du gehst hier mit deiner inneren Uhr. Ja, und hier geht es lediglich um deine innere Uhr und nicht um dieses zack, 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 zack. Ja? Weil hier sehen wir den Sekundenzeiger und der Sekundenzeiger, der geht so schnell, das ist für dich wie dieser andere Zeiger. Ja, also Zeit, 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 Zeit. Aber alles ist gut. Ja, alles ist gut, bremse hier die Pferde etwas. Ja, also wir haben hier ganz kraftvoll und hohe Karten, habe keine Bedenken. Die Möglichkeiten sind da, du darfst ein bisschen switchen, du musst ein bisschen switchen. Ansonsten ist es so, dass hier die Pferde durchgehen. Ja, also schau mal, hier wirst du vollster Zuversicht sein, sprich, du darfst vollster Zuversicht sein, also wirklich rausgehen aus dieser Angstbarriere, wenn es da gewisse Themen der Angstbarriere eben ähnliches gibt. Ja, das ist Gefühle, ja, also es ist hier schon so, dass es ein emotionales wird in den kommenden 4 Wochen hier, aber letztendlich, es blüht alles, ja, also alle Stäbe hier, von diesem ganzen Feuer, diese Stabenergie blühen. Es wird alles blühen. Also, alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich. Schau hier einmal weiter für die Krebsgeborenen. Hier einmal etwas größer gestellt. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für die kommenden 4 Wochen für dich zeigen? Wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in seine oder ihre Arme sinken. Also ganz, ganz wichtig für dich, einfach zu vertrauen, wirklich hier in dich zu gehen. Es kommt ganz, ganz viel. Du bist hier ganz, ganz stark geführt durch die Quelle Gottes und wir haben hier nochmal den Hierophant, also der Glaube. Hier zeigt sich ganz, ganz stark der Glaube, ganz, ganz viel Ideenreichtum, Impulse, Erkenntnisse. Das ist hier Epiphany. Ja, also hier kommt einiges auf dich zu. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit deine neue Liebe in dein Leben treten kann. Also alles das, wo du bislang in Ängsten warst, in Gedanken eben auch warst, in einer Situation. Wir haben hier für dich, schau mal, in der Vergangenheit hat hier ganz, ganz viel bei dir es an deine positiven Energie gezehrt. Ja, und du kommst mehr und mehr. Wir haben hier die Sonne, wir haben hier 3 hohe Arkane. Wir haben den Wagen, den Hierophant und wir haben die Sonne, was ich eben schon sagte, wundervolle Botschaft. Und das natürlich auch eine sehr, sehr hohe Karte. Die Erkenntnis, die du hier bekommen wirst, eine Erleuchtung wirst du hier haben. Ganz, ganz viele Ideen, Ideenreichtum, alles das, was ich schon sagte. Es handelt sich hier natürlich sehr stark um eine Liebe, das Vertrauen in dem, was du tust, zu haben, voller Passion, wo du eben auch aufgehst. Die Quelle Gottes sagt auch nochmal, dass du wirklich deine ganz, ganzen Ängste loslassen darfst, hier vertrauen darfst auf das Licht, auf die Quelle Gottes. Du bist ganz, ganz stark hier in der Führung, in der Verbundenheit. Ja, also auch für all die, die hier einen sehr, sehr starken religiösen Glauben haben, auch für die das Spirituelle eben auch auf unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, wie du dann eben auch schaust, unabhängig von jetzt, ja, auch Glaube, Kultur und Spirituellen eben auch. Hier zeigt sich das Licht
des Universums, des Göttlichen, der Engel. Diese Karte sagt hier mit dem Wagen, es kommt ganz, ganz viel in Bewegung und hier zeigt sich das auch. Hier ist eine Trauersituation. Im Grunde genommen auch hier, wie diese Karte es eben auch aussagt. Ja, so etwas hat an deiner Energie sehr, sehr stark eben auch gezerrt und wo du jetzt mehr und mehr eben auch in Form deiner Vergangenheit, wir haben hier viel Vergangenheit, Reflexion Vergangenheit, dass du hier wirklich so diese starken Impulse eben auch bekommst, mehr und mehr, woran es eben gelegen hat, was in der Vergangenheit einst, ja auch eine Trauerphase zeigt sich hier, was einst eben stattgefunden hat, wo man in einem Mangel war, also da wird ganz, ganz viel kommen. Hier, das Göttliche des Universums beobachtet dich, ja, so komme ich hier auch rein, also das findet hier auch nochmal ganz, ganz stark eben auch statt. Der Wagen kann jetzt hier natürlich für den einen oder anderen um eine religiöse Hochzeit gehen. Es kann sein, dass du dich auf eine Reise speziell eben auch da in Dingen machst. Ja, das kann eine Weltreise sein, das kann etwas sein, wo du eine heilige Person besuchst. Ja, auch das hier nochmal für den einen oder anderen, also dass du vorhast, weit, weit zu gehen, weit, weit zu fahren, eben auch, ja, also auch das ist ganz, ganz speziell, aber schau da bitte für dich. Des Weiteren ist es so, dass es hier, was ich sagte, um Reisen eben auch geht, dass es hier um Vorangehensweisen deiner geht, also es kommt hier eine enorme Schnelligkeit eben in dein Leben. Auch wenn du Single bist, ist es so, dass du jemanden begegnen wirst, unabhängig davon bist du hier mit jemandem sehr, sehr stark verbunden eben auch. Ja, das ist die Fülle. Es geht um eine Situation, wo du erstmalig eben auch vielleicht auch wieder Vertrauen schöpfst. Das kann in einer Situation Person sein, in allgemeinen Situationen, wo du erstmalig wieder so Fuß fasst und Vertrauen eben auch fest. Auch das bekomme ich für eine Gruppe. Die siebente Münze sagt mir hier, dass eine Geduldsprobe, du bist hier auf einer Geduldsprobe, ja, was ich dann sagte, schau mal hier, das Göttliche, das Universum beobachtet. Ja, also das zeigt sich hier ganz, ganz eindeutig und diese Geduldsprobe, wo du hier eben mittendrin auch bist, ja, auch schon in den vergangenen Tagen und Wochen für die Zukunft, dann eben für die weiteren Wochen hier, dass sich hier etwas mit deiner Geduldsprobe eben zeigt und du wirst diese auch bestehen. Also das liegt hier auch nochmal, du darfst Geduld haben in einer Situation, geduldig mit jemandem auch zu sein. Du hast es hier mit unterschiedlichen Personen zu tun. Der eine oder andere wird es mit vielen Personen eben auch zu tun haben, ob das beruflich ist oder ob das eben auch familiär ist. Schau doch mal bitte. Mit den zwei der Münzen ist es so, dass es hier darum geht, dass man sehr, sehr viel nachdenkt. Was tut man? Was sind die nächsten Steps? Was sind die nächsten Schritte? Man variiert so. Man hat diese zwei der Münzen und schaut jetzt erstmal, was soll ich tun in dieser Situation? Kann auch dein Gegenüber sein. Ja? Also es kann hier auch in einem Seelenprozess eben auch sein, wo du höchstwahrscheinlich bei dieser Person auch gewisse Ängste oder beziehungsweise bei dir getriggert wurden oder wo sich einiges dann eben auch gezeigt hat. Ja? Hier sind die Chancen und Möglichkeiten. Habe bitte Geduld, ist wichtig. Hier geht es um kleine Steps, kleine Schritte. Also wenn es so ist, dass du vielleicht ja, in einer gewissen Unbeweglichkeit bist, ja, dann sind die Vorangehensweisen in den kleinen Steps. Wenn du schon etwas weiter bist, je nachdem, hier sagt mir diese Karte mit den sieben der Münzen und die zwei der Münzen, das ist so gemächlich, ja, also es ist wirklich gemächlich, dass man da wieder ins Vertrauen kommt, wieder Fuß fasst, ja. Vielleicht auch, dass du hier wieder in deine Stelle zurückgehst, das kommt jetzt hier, ist auch nochmal speziell, es kommt auf die jeweilige Person eben auch an, ja, dass etwas geschehen ist, wo, ja, so dieses leichte Vertrauen, man muss erstmal wieder Vertrauen irgendwie aufbauen, zu jemandem allgemein Vertrauen aufbauen. Ja, also hier kommt der Glaube zurück und zwar, wenn du bislang eben auch nicht irgendwie dein Vertrauen warst, ja, ganz, ganz viel Licht, also das Leben kommt mit ganz, ganz viel Licht dir entgegen, somit du wieder da ins Vertrauen kommen kannst, dass du diese Bedenken einfach nicht mehr hast, ja. Also alles in der Geduld, es kann hier mit Dingen zu tun haben, eines Vereines kann es sein, es kann hier sein, dass du eine große ja, Erleuchtung, Erkenntnis, jemand gibt dir in einer gewissen Situation diese Erleuchtung, also jemand wird dir etwas sagen und du wirst
dann diese Erkenntnis dessen haben, ja, was du bislang noch nicht wusstest, was die Vergangenheit beinhaltet, was das Allgemeine beinhaltet in einer Situation. Auch natürlich, dass du jemanden da aufsuchst, ja, wo du dann eben sehr, sehr weise Ratschläge eben auch bekommst. Ja. Ist Partnerschaft, also es kann hier sein, dass du auch in einer Partnerschaft vielleicht bist, ja, hier ist die Erfüllung, man wird sich etwas erfüllen, das kann ein Kindeswunsch eben auch sein. Ja, also es ist etwas, was bislang sehr, sehr lange auch gedauert hat, was sich vielleicht auch nochmal hinziehen wird, aber wisse, dass es definitiv kommen wird. Ja, oder in Form Adoptionen oder in anderen Formen Befruchtungen etc. Ja, also das ist hier ganz, ganz unterschiedlich eben auch. Die 9. Kelche ist deine Fülle. Ja, also hier kommt wirklich, das ist eine große Schatztruhe voller Gefühle, voller beidseitiger Gefühle. Ja, also hier küsst dich jemand auf die Stirn. Das ist hier wirklich etwas ganz, ganz Heiliges eben auch. Ja, also schau mal. Es kann sein, dass du, wie gesagt, dass du jemand aufsuchst und diese Person küsst dich auf die Stirn. Das bekomme ich hier sehr stark eben auch rein. Es ist für dich eine Erfüllung. Dieser Kuss macht dich frei. Ja, also es ist so dieses, dass du plötzlich dich einfach wohlfühlst, ja, verbunden fühlst, glücklich fühlst, das innere Kind, es kommt zum Strahlen. Ja, auch das, was mit Kindern zu tun hat, das ist ganz, ganz speziell und unterschiedlich, auch wenn das jetzt eben auch nicht in Frage kommt. Ja, also schau mal, wenn es jetzt nicht um eine Partnerschaft sich eben auch handelt, dann rein für dich ist das so, das innere Kind wird beflügelt, es kommt leuchten, es kommt strahlen, du wirst strahlen. Der König der Schwerter, hier wird sich jemand sehr, sehr klar sein, was man möchte. Schau mal, wir haben hier noch einen Falken darauf, ja, das ist Fokus, das ist Klarheit, das ist straight zu sein. Jemand spricht es aus, was man möchte, das ist nicht hin und her, das ist hier auszusprechen, was man möchte. Das ist, wenn man eine Partnerschaft möchte, spricht man das aus, wenn man heiraten möchte, spricht man das aus, wenn man einen Kinderwunsch hat, spricht man das aus. Hier ist niemand mit Maske unterwegs, hier ist niemand, der irgendwie, ja, sich vielleicht irgendwie noch Zeit nehmen muss oder. Nein, definitiv nicht. Hier sind es die Dinge, die im beidseitigen Wunsch eben auch sind, ja. Auch für dich jetzt als männliche Person, also hier ist sehr viel, was dir Kraft schenken wird, gemeinsam, wo ihr die Kraft haben werdet, ja. Irrelevant, ob als weibliche, männliche Person, ob du divers schaust, das ist irrelevant, ja. Von Frau zu Frau, Mann zu Mann, schau bitte, hier kommt Kraft, hier kommt Power, hier kommt Erfolg, hier kommen viele, viele Dinge, die sich gerade in deinem Leben ereignen, weil sie wichtig für dich sind. Dadurch bekommst du diese Erkenntnis. Und du bist hier beschützt. Alles, alles Liebe und voll und Kraft für dich.